Hallo und recht herzlich willkommen. Ja, und zwar zu einer weiteren Neuvorstellung, und zwar zu einer Demo, und zwar zum Electrician Simulator. Wo wir uns in die Rolle eines Elektrikers begeben werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Spiel werden wir uns anschauen. Das Ganze könnt ihr testen. Es gibt eine kostenlose Demo. Ich glaube, das Ganze ist immer beschränkt bis zum 28. Februar. Und da werden wir uns heute das Ganze ein bisschen anschauen. Das Ganze ist von Ultimate Games, aka GF Game Factory, aka Playway. Man kennt's, ne? Soll auch in Kürze schon erscheinen, wenn ihr selber Bock habt, die Demo zu spielen. Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, gehen direkt rein. Und wichtig ist, wenn euch das Spiel interessiert, Wunschzettel hinzufügen und ab geht der Peller. So, ich bin mal gespannt, wie ich mich hier so als Elektriker machen werde. Ne? Man kennt mich ja, ne? Als Elektrikfachmeister. Danke fürs Kommen. Wie ich sehe, bist du bereit, deine Reise als echten Elektriker zu beginnen. Was? Prima? Im Moment brauche ich deine Hilfe. Einige kleine Aufgaben in den Häusern unserer Stammkunden. Oh, du brauchst erst eine Einführung. Also gut. So, wir werden uns erstmal die Einführung anschauen. Verkaufe ein paar alte Gegenstände. Das machen wir. Die linke obere Ecke. Kannst du Aufgaben sehen, Müll verkaufen und so weiter. Prinzip ist wie immer das gleiche. Irgendwas ist kaputt. Wir müssen das reparieren. Ich bin mal gespannt, wie tiefgründig das Spiel ist. Ne? Kompass können wir sehen. Sehr gut. Wir haben Reputation, ne? Wie man es kennt. Halbes RPG. Bisschen Geld haben wir. Und da müssen wir mal gucken, was wir denn für so Aufgaben zu erledigen haben. So. Was ich gemerkt habe bei den Demos ist, am Anfang lädt er einmal kurz und dann ist es relativ gut letztendlich auch spielbar. Ansonsten haben wir eine Taschenlampe, die nicht funktioniert. Ah doch, die funktioniert ganz leicht. Wir haben hier die Tutorials. Ne, das werden wir auf jeden Fall erstmal schaffen. Wir haben Sperrholzplatten. Müssen jetzt erstmal alles anklicken. Alle Hausflipper und werden ein bisschen Geld machen. Und hier ein bisschen aufräumen. Wir haben auch einen schicken Pickup, der uns da so ein bisschen begleitet. Finde ich jetzt auch recht cool. Und dann schauen wir da mal. Was können wir denn noch hier alles verkaufen? Die alten Reifen, ne, brauchen wir auch nicht. So. Ein paar alte Bretter. Ne? So, 25 Artikel haben wir noch. Eine alte Kiste. Wo, was haben wir denn noch hier alles? Ach, hier. So was. Wahrscheinlich hier so ein paar. Das Brett. So, alles verkauft. Toll, unsere Garage ist sauber. Nur zumindest sauberer als vorher. Jetzt geh zu dem Laptop und nimm einen Auftrag an. Dem brauchst du natürlich ein Passwort. Das habe ich für dich hinterlegt. Oh, sehr schön. Ach, gut. Ja, wer kennt's dich, ne? Passwort auf der Rückseite. Ach ja, warte mal. Zettel mit Passwort. Passwort auf der Rückseite. Wie können wir das denn in die Hand nehmen? Können wir die nicht drehen? Heißt das echt Rückseite? Da bin ich einfach zu dumm. Nee. Lull. Wie kommen wir denn da hoch? Passwort auf der Rückseite. Hä? Lull. Wie kann ich das jetzt aufnehmen? Auftrag annehmen. Können wir hier irgendwas machen? Wir können uns ducken. Kann man das irgendwie hier aufheben? Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Wieder irgendwas falsch verstanden. Passwort auf der Rückseite. Ah, manchmal muss man sagen, ah, okay, du kannst auch halten, Inspektionsmodus zu gelangen. Nein, das wollte ich nicht. Nochmal. So, manchmal muss man Dinge reagieren. Manchmal kannst du auch halten, um in den Inspektionsmodus zu gelangen. Hm. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Will ich mich veräppeln? Ich verstehe es nicht. Ah, auf der Rückseite. Da haben wir. Ach so, war das gemeint. Okay, lol. 5175, lol. So, Postfach. Hier werden alle Nachrichten angezeigt. Schau dir an, wenn du neue Kunden oder Aufträge für mich akzeptierst, ist dir am besten gefallen. Hat schon wieder super geklappt mit dem Passwort. Geschäft, hier findest du alles, was du im Elektriker brauchst, Kabel und so weiter, bla. So, ich würde sagen, wir gucken mal. Ne? Alessandra Castillo. Finsternis im Bad. Ich wollte das Licht in meinem Bad anmachen und es hat nicht funktioniert. Ich bin ein alter Mann und es ist wirklich schwierig, im Dunkeln ein Bad zu nehmen.
Ist richtig. Ich, ein paar Kerzen würden auch helfen, aber okay. Ich hoffe, dass die Reparatur des Lichtschalters kein großes Problem sein wird. Ich bin nicht reich und kann nicht viel dafür bieten, aber ich hoffe, du hilfst mir trotzdem. Sehr schön. So, Sicherung ausschalten, Lichtschalter reparieren und gucken, ob das funktioniert. Da haben wir auch noch kurzes, kurze Anhänge von Fotos, warum uns die mitgeschickt hat. Keine Ahnung, vielleicht um das Objekt ein bisschen nett zu machen. So, richtig gehört, du hast einen Auftrag angenommen. Bla bla bla. Vorgeschlagene Gegenstände. So. Akzeptiert. Ah, wir können den akzeptieren und können den dann wieder rausnehmen. So, jetzt gucken wir mal hier. Gibt es da empfohlene Artikel? Ah, Schraubenzieher, würde ich sagen. In den Warenkorb legen. Und kaufen wir erstmal, ne? Jo. So, Schraubenzieher gekauft. Dann würde ich sagen, Leute, here we go. Wir fahren mal zum Auftrag. Und werden aber gucken. Boah, dass wir dort auch ankommen werden, ne? So, dein erster Einsatz. So, es geht los. Erster Auftrag als Elektriker. Jedes Mal, wenn du ein Haus bei Kunden kommst, kannst du einen kurzen Blick werfen. Aber zuerst gehst du zum Sicherungskasten. Gut. Machen wir mal auf hier. Hier haben wir den Schalter. Okay, der scheint defekt zu sein. Ups. Manchmal lädt er ein bisschen komisch nach. Aber okay, gut. Ist halt auch eine Demo, ne? So, Sicherungskasten. Zack. Denk immer daran, dass du, wenn du elektrische Arbeiten machst, den Strom ausschaltest. Die Hauptsicherung. So. Sicherung 1. Hauptsicherung. Aus. So. Zumachen. Safety first. Jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß mal an hier, ne? Ah, warte mal. Wir hätten erstmal... Wie sollen wir den prüfen? Repariere den Lichtschalter. Der scheint kaputt zu sein. Prüfe, ob alles angeschlossen ist. Ah, wir müssen das gedrückt halten. Drücke I, um verschiedene Lichtteile zu zerlegen. Okay, jetzt wird es knifflig. Die Drähte zunächst helfen, wieder bei der richtigen Stelle anzuschließen. Suche nach einem Strom. Und beide Phasen müssen passen. Ah, okay. Ist also schon ein bisschen tiefgründiger. Nachdem alles entsprechend angeschlossen ist, versucht das Licht einzuschalten. Sehr gut. So, wir zerlegen den ganzen Spaß erstmal. Sehr gut. Ah, wir können hier auch drehen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Schrauben öffnen. Zack. Sehr gut. So, dann nehmen wir es auch mal auseinander. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Lichtrahmenschalter. Ach, ist ja gar nicht angeschlossen. Lol. So, den Spaß müssen wir auch mal öffnen hier. Wahrscheinlich irgendwas kaputt hier, ne? Ist ein bisschen anders als in Deutschland, die Anschlüsse, würde ich jetzt mal behaupten. Man kann ja auf jeden Fall verschiedene Sachen ab und dran machen, ne? So, wie kriege ich das Teil jetzt hier? Ach, da unten. Ah. Sehr gut. So, also das hätten wir gar nicht abschrauben brauchen. Sehr gut. So, ich würde sagen, ich bin schon immer sehr gut geeignet hier als, als Elektriker, ne? Oder? Was meint ihr? So, repariert haben wir schon mal. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber okay. Gut, sei es drum, ne? So, jetzt sind wir hier fertig. Das heißt, wir können die Sicherung alle einschalten. Weil testen können wir es ja nicht, ne? Alles erledigt. Prüfe, ob der Lichtschalter funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Ah, guck mal. Aus. An. Aus. An. Schön. So, wir gehen wieder zurück. Hat alles soweit funktioniert. Das heißt, der alte Mann ist auf jeden Fall dementsprechend glücklich. Ich wollte das Licht im Bad anmachen. Bla, bla, bla. Wir kriegen XP. Wir kriegen ein bisschen Geld. Oh, sehr schön. Alles natürlich zur vollsten Zufriedenheit gemacht. Ja, neue Nachrichten. Nuro Tempitope. So, Mahlzeit. Schon den Code vergessen. Ich hoffe, den muss ich jetzt hier erstmal eingeben. Oh, Glück gehabt.
So, Batterie in meinem Controller. Ah ja. So, die Batterie ist leer. Hallo Sir, ich habe eine alte Konsole in meinem Haus meines Opas gefunden. Ich wollte darauf spielen, aber die Steuerung funktioniert nicht. Können Sie mir helfen? Mein Papa hat gesagt, dass die Batterie nicht in Ordnung ist. Können Sie das Ganze reparieren? Ich habe kein Geld, also kann ich Ihnen nichts geben, aber helfen Sie mir. Ach, eine Art Auftrag, eine Werkbankmission. Der kleine Werkzeugsymbol, unwärts aufgefallen. Es ist möglich, Aufgaben verschiedener Typen gleichzeitig anzunehmen. Gehe zur Werkstatt und sieh dir eine Werkbank an, welchen Auftrag du angenommen hast. Okay. Der ist akzeptiert. Gehen wir mal zur Werkbank. Das ist hier. Das ist der Controller. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das Gerät mal auseinander schrauben. Ne? Schraubenzieher-Upgrades gibt es auch und so weiter. Dafür brauchst du ein Upgrade. Hier sind ein paar Dollar fällig. Okay, so, gucken wir mal. So, ich würde sagen, wir kaufen uns das, weiß ich nicht, 80. Jo, machen wir. Sehr schön. Heißt, wir drehen das Ganze erstmal und werden den Spaß jetzt hier einmal auseinanderschrauben und uns den ganzen Kladderadatsch so ein bisschen, guck mal, ist auch geil, ne, mit den ganzen Zeilen hier. So. Was ist denn hier? Hinteres Gehäuse ist effizient. So, wir gucken mal, ob wir da irgendwie was ausbauen können. So, das ist auch effizient. Wir checken jetzt, glaube ich, erstmal die ganzen Einzelteile hier. Ob da irgendwas kaputt ist. Das heißt, erstmal alles auseinanderbauen ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Das ist der Stecker. Das ist die Batterie. Controller-Batterie ist zerbrochen. Sehr gut. Jetzt können wir die ersetzen. Kostet 15 Dollar. Ah, okay. Und jetzt können wir den ganzen Spaß wieder zusammenbauen. Ne? So. Demontage. Montagemodus. Ah, man kann hier oben wechseln. Ne? Demontage. Das ist quasi alles, was wir gebaut haben. Ne? So. Jetzt kommt einmal die Platte hier. Zack, zack, zack. Dann wieder hier die Batterie. Die müssen wir natürlich auch wieder an. Hier wieder draufstecken, ne? Zack. Dann hier den Kram, die Abdeckung. Die Rückabdeckung. Dann die Schräubchen rein hier. Und dann würde ich sagen, sind wir gleich fertig, ne? Aber dafür, das ist halt so ein Auftrag, vor dem wir nichts bekommen, ne? Schade eigentlich. Teste das Gerät. So, Item repariert. Ah, wir kriegen trotzdem ein bisschen Geld. War aber gesagt, die Batterie ist nicht in Ordnung. Sehr gut. Items senden. So, jetzt haben wir noch einen weiteren Auftrag hier. Den gucken wir uns auch mal an. Das ist nämlich die Nuro Tempitope. Die hat nämlich folgendes Problem. Guten Morgen, ich bin neu in der Stadt und ich hatte noch nicht einmal die Gelegenheit, meine Sachen auszupacken. Aber es gibt bereits eine Kleinigkeit, die mich stört. In meinem Haus gibt es viele Steckdosen, aber die meisten funktionieren gar nicht. Ich kann nicht fernsehen und ich kann die Lampen im Schlafzimmer nicht einschalten. Ja, war wahrscheinlich auch der Grund, warum das Haus so billig war. Ich würde sagen, wir akzeptieren das Ganze. Brauchen Schraubenzieher. Müssen wir jetzt jedes Mal einen Schraubenzieher kaufen? Ich kaufe den jetzt einfach nur mal. Ah, ne, habe ich zwei. Brauche ich gar nicht. Okay, gut. Das heißt, wir fahren mal zum Auftrag raus und gucken uns den ganzen Spaß mal an. Ne? Mit den Upgrades können wir natürlich weitere Sachen machen. So, wir müssen jetzt erstmal natürlich die Sicherung wieder ausschalten. Ne? Wo ist sie denn? Wo ist denn erstmal die Sicherung hier? Gute Dame, ach hier. So, immer wichtig, liebe Kinder, Hauptsicherung aus. Ne? So, was haben wir hier? Mysteriöser Schlüssel. Oh, können wir hier irgendwas öffnen? Mysteriöser Schlüssel. Wofür ist der denn? Ich behalte ihn jetzt erstmal. Vielleicht können wir irgendwas damit machen später. So, wir haben hier... Da... Ah, Schlüssel erforderlich. Ja, schön. Wie können wir den jetzt nutzen? Interagieren. Ah, jetzt. So, ach, das ist das Schlafzimmer. Okay, gut. Oder hier. Whatever. So... Nachbarschaft ist recht kahl, ne?
Aber ich denke, da wird noch was passieren. Und wenn ihr das Spiel auch spielen wollt, ne, Link in der Videobeschreibung, gucke ich das gerne mal an. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die einfache EU-Steckdose an. Ne? Inspiziermodus, länger gedrückt halten. Zack. So. Auf den ersten Blick fällt dir eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Schaltern, Ausgängen, auf die Demontage hingeht. Die Kabelverbindung ist ganz anders. Außerdem gibt es ein paar Einfach- und Doppelsteckdosen, noch viel weiteres. Die Drähte in der Steckdose scheinen komplexer zu sein, aber diesmal ist es wirklich schwer, einen Fehler zu machen. Noch einmal, folge den Ikonen. L ist Neutralleiter. N ist... Okay. Schutzleiter, PE. Da müssen wir halt wirklich gucken, ne? Als angeschlossen ist, solltest du die Lage sein, Stecker einzustecken und elektrische Geräte einzuschalten. Okay. So, wir machen das erstmal hier alles raus. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal den hier. Der kommt... Ach, okay, man wird hier immer so ein bisschen gestützt. Okay, wir müssen jetzt mal hier die Dinger wegmachen. Der L1 leider. Zack. N. Ah, er zeigt uns auf jeden Fall, wo die hin müssen. Das ist schon mal gut. Wird wahrscheinlich später auch nicht mehr der Fall sein. So. Jetzt können wir den Spaß hier schon mal fertig machen. Das heißt, das können wir hier auch schon mal wieder drauf. Nee. Ach, verdammt. Geh wieder drauf. So, der wird auf jeden Fall fertig sein. Mit Escape kommen wir halt wieder raus. So, hier haben wir auch noch eine Steckdose. Die geht auch nicht. Die wollen wir uns auch nochmal angucken. Lichtschalter war, glaube ich, auch noch kaputt. So, dann zoomen wir wieder ran hier. Müssen wir erstmal wieder hier die Schräubchen lösen. Das geht relativ fix, ne, würde ich sagen. So, der kommt da rein. Der kommt links. Der kommt da. Zack, zack, zack. Zusammenschrauben. Deckel drauf. Schraube rein. Abdeckung drauf. Sehr gut. Das haben wir auch fertig. Da haben wir irgendwo, glaube ich, noch eine weitere Steckdose und Lichtschalter. Da müssen wir später nochmal gucken, wann das denn lag. Mach den Fernseher an. Das machen wir später. Ah, guck mal, das sind doppelte Steckdosen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, ne? So, wobei, eigentlich optisch ist es das gleiche, ne? So. Ah, da gibt es zwei, okay. Haben wir hier nur eine? Mhm. Jetzt sagen wir, machen wir alles linkslastig. Zack. Aber eigentlich ist es egal. So. Drauf da. Machen wir die beiden Schrauben wieder rein. Ja, also wir hier schon mal fertig. Ach, Sicherung, klar. Wir haben ja die Sicherung rausgenommen. So. Machen wir die Sicherung mal wieder rein. Schalten mal kurz den Fernseher an. Ach ja, müssen erstmal den Stecker in die Steckdose. Blub. Ja, Fernseher funktioniert. Sehr schön. Lampe im Schlafzimmer. Geht die an? Geht an. Mein Fernseher aber doch eingeschaltet. Hä? So, Fernseher ist an. Schalte die Lampe ein. Ist so eingeschaltet. Ach, die Stehlampe, lol. Da musst du erstmal wissen. Sehr schön, ne? Wir können den Auftrag abschließen. Auch den Auftrag haben wir absolviert. Tipptopp. Weiter geht's. So, guten Morgen. Ich bin noch in der Stadt. Ne? Da wird das Ganze nochmal zusammengefasst. Den Auftrag haben wir auch fertig. Steckdose ist ready. Also, Spiel macht auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Ist mal was anderes. So ein Job eines Elektrikers. Man sollte natürlich auch mal richtig lesen. Ne? Oh, wir haben eine neue Nachricht von Engelbohn. Du bist aufgestiegen. Oha. Können wir denn... Oh, Electrical Destroyer sind wir jetzt. Wir haben auf jeden Fall
Haben wir die Möglichkeit, irgendwie hier abzugraden? Ich guck mal kurz. Repariere Lichtschalter, verbinde Kabel, Demontage und so weiter. Okay, gut. Gehen wir mal wieder in die Aufträge. Ich brauche eine Hilfe. Weißt du, ich bin ein riesiger Pflanzenfan. Ich meine, ich liebe sie. Kleine grüne Kerlchen, unfällig. Die Wachstumslampe funktioniert nicht. Okay, von einem Artikel. Wir brauchen Kabel. In Warenkorb legen. Gut, ich würde sagen, wir haben noch welche. Ich kaufe die jetzt erstmal. So, wir haben jetzt, glaube ich, irgendwas doppelt, ne? Guck mal, jetzt haben wir das doppelt. Ach, lol. Egal. So, den akzeptieren wir. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken. Schließe Schalter an die Stromzufuhr an und Wärmelampen einschalten. Gut. Ich würde sagen, here we go. Auf geht it. Oh, hier ist ein bisschen Handhabung mit Kabeln. Das ist die letzte anspruchsvolle Aufgabe. Du wirst lernen, wie du ein Kabel benutzen kannst, die auch unten im Sicherungskasten prüfen musst. So. Haben wir eine Taschenlampe? F, ne? Nee, T war. So, wir gucken mal hier. Haben wir irgendwo hier einen Sicherungskasten? Geheimgang. Ah, sehr schön. Versteckspiel im Strom. Mhm. Gegenstände entsperren. Okay. Du brauchst einen Schlüssel. Ist da, ne? So, die werden wir einmal aufschließen hier. Aus einem Schlüssel habe ich den jetzt nicht aufgenommen. Wieso kann ich den... Ich habe den doch jetzt genommen hier, oder? Gibt's hier... Kein Kabel angeschlossen. Okay, das geht schon mal nicht. Ich habe den Schlüssel doch jetzt aufgenommen. Warum kann ich ihn jetzt nicht... auswählen. Das ist ja blöd. Wahrscheinlich, weil ich noch ein zweites Ding da hatte, ne? Kann ich das nicht verkaufen oder ablegen? Wir gehen mal kurz zurück ins Büro. Wir können ja jederzeit hin und her fahren, ne? Oh, ne! Das heißt, der Auftrag ist abgesch... Och, nö. Gut. Wir gehen nochmal zum Laptop. Archiv, Mail. Das ist der Archiv. Ah, wir können gleich nochmal hin, okay. Ah, wie lege ich denn Sachen ab hier? Kann ich hier irgendwelche Sachen ablegen? Irgendwie nicht, ne? Hier gibt es einen Spind. Hier gibt es eine Uhr. Hier gibt es eine Karte. Hm. Weil eigentlich brauchen wir nicht zwei, ne? Kann ich die ja auch vielleicht verkaufen hier? Wir gucken mal. Geschäft. Kabel. Werkzeuge. Mehl. Besitz 2. Ah, wie kann ich die Werkzeuge ablegen? Lichter, Werkzeuge. Gibt natürlich noch nicht viel, ne? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Das ist Archiv. Scheint nicht so der Fall zu sein, ne? Wir nehmen den Auftrag nochmal an und versuchen nochmal unser Glück. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man das hier ablegen kann. Warte mal, drücken mal die Tasten durch. Taschenlampe ausschalten, einschalten. Ah, lol. Mit... Wir haben Inventar. Mit I. Schön, dass wir den Schlüssel schon haben vom letzten Mal. Gut zu wissen. Habe ich wahrscheinlich wieder überlesen, ne? Ist ja nicht schlimm. Wäre nicht das erste Mal. So, da sind wir wieder. So, Geheimgang. Der Schlüssel liegt wahrscheinlich nicht mehr hier. Doch, der liegt natürlich noch da. Aufschließen. Hauptsicherung raus, ne? Die Sicherung auszumachen. Genau, das machen wir jetzt hier. So. Hauptsicherung raus und hier haben wir noch die Sicherung 11. Ist ja auch egal. So, schließe den Schalter zur Stromzufuhr an. Ich glaube, wir müssen erstmal... Da müssen wir das Kabel direkt legen hier. Cool. Ist halt sehr rudimentär, ne?
immer. Das wird hier vielleicht erstmal auseinanderbauen. Nee, ne? Sicherung. So. Stromschlag bekommen. Sehr gut. Wollen wir mal testen, was passiert. So. Bist ein ganz schlaues Bildschirm. Bla bla bla. Siehst du doppelte Lichtschalter, zwei Schalter prüfe, indem du sie. Okay. Den ganzen Spaß jetzt hier einschalten. Um das Kabel zu sehen. Wärmelampe 1 von 5, ne? Da geht's wieder aus. Sehr gut. Funktionieren tut es auf jeden Fall. Aber wieso werden die jetzt hier nicht in Reihe geschaltet? Oder fehlt da auch einfach ein Kabel? Das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage, ne? Geht nur das eine an, ne? Ach, die sind gar nicht verbunden. Das ist schön. So. Machen wir den Spaß nochmal aus hier. Seht ihr, da oben fehlt ein Kabel. Okay, sehr gut. Das heißt, da fehlt jetzt wahrscheinlich auch noch ein Kabel, ne? Jetzt habe ich einfach zu wenig Kabel mitgenommen. Ach Leute, das kann aber nicht sein. Schwierig. Kann ich jetzt was nachbestellen? Mehr Kabel arbeiten. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal Reputation verlieren. Das kann da wohl nicht sein. Kann ich denn keine Sachen nachbestellen? Das finde ich jetzt echt schade, ne? Moderne Hängelampe. Gut, auf jeden Fall geht hier schon mal kein Kabel durch, ne? Das ist ja echt belastend. Wir gehen nochmal zurück ins Büro. Finde ich schade, dass der Auftrag dann immer abgebrochen wird. Aber wir haben fast alles fertig, ne? Ist der Auftrag denn jetzt noch weiter da? Nee, den haben wir abgeschlossen. Okay, gut. War nicht ganz richtig, aber ja. Hallo, ich habe mal vorhin gehört, dass du frisch gebackener Elektriker bist. Das ist ja toll. Ich habe Kohlenmonoxid-Sensor, der nicht mehr funktioniert. Ah ja. Bildschirm zeigt nichts an. Sensor erkennt man gut. Ich würde sagen, akzeptieren wir. Und die Batterien funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wieder jetzt unserer Werkbank, ne? Tippitoppi. So, gucken wir erstmal. Wir drehen das mal und schrauben das erstmal auf, ne? Das Kohlenmonoxidgerät funktioniert nicht. Das ist schön. Wahrscheinlich Batterie leer oder so. Irgendwas scheint hier kaputt zu sein. Wir schrauben erstmal alles raus hier. Vielleicht auch irgendwie die Kontakte irgendwie hier. Schauen wir mal. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Manche Sachen finde ich ein bisschen unlogisch. Vielleicht habe ich auch einfach wieder nicht richtig aufgepasst. Wäre nicht das erste Mal. Der Display geht nicht, ne? Hier muss man hier auch, glaube ich, ein bisschen reinzoomen, damit man Sachen hier raus machen kann. Kann ich das hier komplett... Ah ja, Stecker entfernen.
halt mal ein bisschen drehen hier, ne? Sehr gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, guck mal, wir können auch Upgrades kaufen. Ach komm, wir kaufen mal den schnellen hier. Der sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel professioneller aus. Wieso kann ich das jetzt nicht entfernen hier? Unbekannter Gegenstand. Highlightet der uns den? Nee, ne? Schade eigentlich. Ach, guck mal, wie viele Sachen es hier gibt. Steckleiste, hinteres Gehäuse. Aber wieso kann ich den Stecker jetzt nicht rausmachen? Es gibt auch, glaube ich, gewisse Reihenfolgen, die man hier beachten muss, ne? Oder? Demontage. Wieso kann ich den jetzt hier nicht ausmachen? Irgendwas scheint jetzt hier nicht zu funktionieren. Der highlightet irgendwas nicht. Ach doch, da, lol, da ist die Schraube. Ah, wir haben verschiedene Geräte. Ist hier noch irgendwas? Ja, jetzt können wir es rausnehmen. Ah, jetzt geht der Mikroprozessor raus. Zack, zack. Man muss halt immer mal ein bisschen gucken, ne? Ah, okay. Das ist der Mikrochip. Der Batteriefach ist zerbrochen. Das ersetzen wir mal für 5 Dollar. Und ansonsten können wir hier nochmal gucken, ob wir da irgendwas haben. Das Display. So, der Rest ist alles heile, ne? Die Bildschirmplatte ist auch zerbrochen. Ja, können wir das auch reparieren? Ah. Kostet natürlich Geld, ne? Schau mal, Junge, du kannst dir die kaputten Teile ersetzen oder halt auch reparieren. An der richtigen Stelle löten. Gut, gucken wir mal. Effizient. Okay. Das Ding ist zerbrochen. Wir checken erstmal alles hier. Was gut und was nicht gut ist, ne? Der Sensor ist kaputt. Das heißt, wir müssten hier an der Stelle löten, ne? Du brauchst einen Lötkolben. Habe ich den schon gekauft? Ja. Es wird also einfach nur gelötet, die Kontakte oder was? Verstehe ich manchmal nicht. Der ist zerbrochen. An der richtigen Stelle. Du brauchst eine Pinzette. Jupp. Ah. Da kann man die Sachen ersetzen. Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist dann günstiger, ne? Nicht gelötet. Okay, jetzt müssen wir den da verlöten. Also ist echt sehr interessant gemacht, das Spiel. Finde ich persönlich sehr gut. Die Geräteschaltung. Kostet 7 Dollar. Ist wahrscheinlich günstiger, wenn wir es selber löten, statt die ganze Platine zu kaufen. Ne? So ist, glaube ich, das Prinzip hier. Ne? So, Sensor ist immer noch zerbrochen. Ist effizient, effizient. Das Teil ist auch zerbrochen. Das können wir ersetzen. Können dann von der anderen Seite wieder verlöten, ne? So, Sensor ist effizient. Klasse, das Teil ist repariert und links hat sich auf gut geändert. Das ist super. So, dann gehen wir wieder zurück. Und was haben wir noch defekt? Bildschirmplatte. Wir können ja mal gucken, ob wir die reparieren können. Was würde die denn eigentlich kosten? Lass uns mal kurz gucken, ob das passt. Wenn ich die jetzt ersetzen würde, ne? 300, boah. Ich die repariere. Mal gucken, wie viel Geld wir dafür ausgeben. So, die Bildschirmplatte ist kaputt. Schalter und so weiter. Funktioniert alles. Ach, Mist. Na gut, wir können hier nochmal löten. Ob wir es müssen, sei jetzt mal dahingestellt, aber... So, auf jeden Fall ist die Platte kaputt. Der ist auch zerbrochen.
Kondensator ist kaputt. Was ist noch kaputt? Der ist effizient. Der ist auch effizient, ne? Ansonsten müssen wir den Rest einfach wieder einbauen und verlöten, ne? Würde ich jetzt sagen. So, die Bildschirmplatz kostet 10. Okay. Ist jetzt nicht so teuer, ne? Wenn man überlegt, $300 hätten wir bezahlt. Wenn wir das jetzt nicht repariert hätten, ne? So. Kurz gucken hier. Der ist auch effizient. Der Checker ist, der Stecker ist auch, der Checker ist auch zerbrochen. Sehr schön. Zack. Einmal raus. $2. Na gut, das geht ja, ne? Ist jetzt nicht so teuer. Kondensator ist okay. Der ist auch okay. Der Rest ist, glaube ich, alles hier tutti, ne? Die ist effizient. Hm. Wir haben noch vorhin irgendwie einen Teil hier rausgenommen. Ah, hier. Wow. Das ist ja echt günstig, wenn man die Sachen so repariert, ne? So, effizient. So, wir sind fertig hier. Das heißt, wir können jetzt wieder mit der Montage beginnen. Zack. Machen erstmal das Display wieder rein hier. Dann die ganzen Steckverbindungen. Wir müssen natürlich hier wieder alles so ein bisschen... Hier vorne ist alles okay. Natürlich den ganzen Spaß verbinden hier. Du brauchst einen Schrauben... Ah ja, Schraubenzieher. So, wieder alles hier festschrauben, damit auch alles schön wieder in die Platine passt. Und dann werden wir gleich mal den Bildschirm testen, ob das denn auch soweit funktioniert. Und ich bin definitiv mal gespannt, wie das funktioniert. So, die Platte kommt wieder drauf. Das Gehäuse kommt drauf. Die Batterien waren, glaube ich, auch noch gut. Zack, zack. Abdeckung drauf. Und dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles fertig, ne? Glaube ich, irgendwas vergessen hier. Ach ja, was noch zuschrauben. Und das Gerät ist wieder heile, ne? Testen. Ja, funktioniert. Sehr schön. Geil. Guck mal, wir hätten $340 bekommen und hätten 300 ausgegeben, wenn wir es ersetzt hätten, ne? Das wäre auf jeden Fall auch recht schwierig geworden. So. Ich glaube, wir haben keine neuen Aufträge mehr, ne? Das ist ready. Wir können jetzt natürlich Aufträge letztendlich wiederholen. Ich weiß nicht, haben wir noch einen Auftrag, wo wir hinfahren können? Ich denke mal eher nicht. Können wir die Zeit vorlaufen lassen? Irgendwie auch nicht. Das ist der Laptop. Ich glaube, wir haben soweit alles in der Demo ready gemacht, ne? Kabel könnten wir jetzt nochmal kaufen. Vom Geld her. Ich kaufe jetzt einfach mal hier. Keine Ahnung. 20 Kabel, die werden wir immer wieder brauchen. Man kann natürlich auch viele Sachen upgraden. Das finde ich persönlich auch recht cool. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles. Wir haben noch einen Schlüssel für die Fusebox. Natürlich das Inventar hier. Können verschiedene Sachen platzieren. Das kann man später dann auch noch erweitern. Und ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, soll es das, ja, für den Electric Simulator erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.